Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde in Russland, liebe Freunde in Deutschland, ich grüße Sie ganz herzlich aus Trier. 1945, vor 75 Jahren, endete der Zweite Weltkrieg. Unendliches Leid, über 60 Millionen Tote weltweit, zerstörte Städte, kriegsversehrte, zerrissene Familien, Vertreibung und Verlust der Heimat. In der Sowjetunion verloren über 25 Millionen Russen, Weißrussen, Ukrainer und andere ihr Leben. Deutschland war völlig zerstört. Immer weniger Menschen können uns heute noch als Zeitzeugen von diesem grausamen Krieg berichten. Umso mehr müssen wir die Erinnerung, das Gedenken und die Mahnung wachhalten und an die nächsten Generationen weitergeben. Die Erinnerung daran, was Krieg bedeutet. Für mich persönlich sind zwei Erinnerungsorte von großer Bedeutung, Orte, die mich tief berührt, ja erschüttert haben. Das ist der Gedenkfriedhof Piskajowskoje in St. Petersburg. Das geht unter die Haut. Daran erinnert zu werden, wie man in einer über zweijährigen Blockade Menschen, Alte und Junge, Frauen und Kinder im damaligen Leningrad ganz elendig hat verhungern lassen. Über 1 Million Tote. Schockierende Bilder von Müttern, die in völliger Verzweiflung versuchten, noch Essbares für ihre Kinder zu finden. Der zweite Ort ist der Soldatenfriedhof Sologubowski, auch bei St. Petersburg. Hier ruhen sehr würdevoll die sterblichen Überreste tausender Soldaten, deutscher Soldaten. Der Friedhof entstand in dieser Form erst Ende der 90er Jahre. Dieser Friedhof, gerade dort, empfinde ich als eine ganz große, tief bewegende Geste Russlands. 75 Jahre haben wir da genügend Lehren aus diesem Menschheitsdrama gezogen. Nach 1945 folgte die Teilung Europas, der Kalte Krieg, dann neue Wege der Verständigung durch die KSZE-Konferenz, in den 1990er Jahren die Überwindung der europäischen und deutschen Teilung. Und die russische Zustimmung zur Wiedervereinigung Deutschlands bleibt unvergessen. Heute stehen wir vor neuen Konflikten. Die Weltordnung ist im Umbruch. Vielleicht bräuchten wir wieder eine Neuauflage dieser Konferenz von Helsinki. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen nie wieder einen Krieg, auch keinen kalten Krieg. Und ein kalter Frieden ist uns auch zu wenig. Und deshalb lasst uns das 75-jährige Jubiläum zum Ende des Zweiten Weltkrieges nochmal als Auftrag nehmen. Sich zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen, einzutreten für Frieden und Freiheit in Europa, für die Unverletzlichkeit von Grenzen, die Beendigung des immer noch bestehenden Ukraine-Konfliktes, gegen Nationalismus, einem wirklichen Übel für den Frieden, und einzutreten für ein gutes, politisches und gesellschaftliches Miteinander in Europa mit Russland. Für eine stabile und ehrliche Völkerfreundschaft zwischen Deutschland und Russland. Das bleibt unsere Kernaufgabe im Deutsch-Russischen Forum. Vielen Dank.